Herzlich willkommen, liebe Freunde der leichten Unterhaltung, zur wahrscheinlich letzten Folge Let's Play Shadowman. Ich bin Amadeus von den legendären Superbrigadines und hier kommt der erste Sterbekandidat, den wir uns mal kurz vorknüpfen. Ja, wo sind wir? Wir sind zurück im Spielzimmer. Warum? Ja, das kann ich euch gerade erklären. Hier, wir hatten hier den Violator rausgeholt und hier sind links und rechts noch Munitionsdinger, die wir uns auf jeden Fall holen sollten. Wir brauchen auch nur einen. Pass mal auf, was jetzt passiert. Wir haben 420 Munition. Moment, wir nehmen jetzt den hier und haben 999 Schuss. Das ist sehr gut. Und vielleicht hat jemand bemerkt, dass ich jetzt ein Lebenskästchen mehr habe. Wie kommt das denn? Ja, ich habe meine Freizeit geopfert und noch ein paar Cardo gesammelt, und zwar ausreichend genug, um ein neues Lebenskästchen zu holen. Ja, hatte ich gerade mal Bock zu und ja, musste man nicht aufzeichnen, weil ihr wisst ja, wie alles aussieht und so. Ich bin ja an sehr vielen vorbeigelaufen, habe mich deshalb extra nochmal bemüht und die alle nochmal eingesammelt und ja, jetzt haben wir ein weiteres Lebenskästchen. Und wer die letzte Folge gesehen hat, wir haben alles geschafft, wir haben 120 Seelen, wir haben alle Killer besiegt. Wir haben den Maschinenblock, wie man sieht, stillgelegt. Das heißt, wir werden uns jetzt darum kümmern, unseren kleinen Bruder Luke wieder aus dem Asyl zu holen. Da ist er. Mikey! Luke! Hier ist es zum Fürchten, Mikey. Echt schlimm. Wenn die mich kriegen, dann bringen sie mich um. Luke, beweg dich nicht. Bleib, wo du bist. Ich komme und hol dich. Mein Gott, Luke. Nein. Ja, Kinder, ne? Das ist so typisch. Sagst du was und wir machen genau das Gegenteil. Oh, eine Feuerleitermunition, aber wir haben ja jetzt genug. Ich weiß auch gar nicht mehr, wozu wir das eigentlich brauchen sollten, weil wir haben ja schon alles gemacht. Wir müssen jetzt nur noch den kleinen Bruder holen und gut ist. Naja. Und wie gesagt, Kinder, ne? Dann sagst du, mach das nicht und die machen das. Also hätte ich jetzt zu ihm gesagt, lauf mal weg. Dann wäre stehen geblieben. Oh, hier sind auch noch Viecher. Guck mal hier. Oh, da läuft er. Luke! Luke, ich bin dein Bruder. Bleib stehen. Oh, hier ist er. Das war nicht geplant. Das war ein kleiner Fehler. Okay, oh, jetzt ist er da gerade rausgelaufen. Was ich noch kurz sagen wollte, man hat hier noch solche Viecher gesehen, diese Riesendinger, die ja eigentlich mit Seelen gefüttert sind, weil wenn die keine Seele haben, dann leben die auch nicht. Was hier im Klartext bedeutet, es gibt so gesehen ja mehr als 120 Seelen, oder? Aber ist uns relativ, weil wir haben alle eingesammelt und wir müssen jetzt nur noch Bruder Luke finden und mitnehmen. Und da sitzt er! Luke, da bist du ja. Was machst du denn, einfach wegzurennen? Luke! Hi Mikey, schön, dass du gekommen bist. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich hatte solche Angst, Mikey. Angst, die würden mich kriegen. Du würdest mich nicht holen kommen. Hier, nimm Luke. Du hättest doch wissen müssen, dass ich immer für dich da bin, kleiner Bruder. Da war was ganz Schlimmes in der Dunkelheit, Mikey. Ganz furchtbar schlimm. Noch schlimmer als der schwarze Mann. Die haben schlimme Dinge mit mir gemacht, Mike. Ich will gar nicht daran denken. Oh Gott, es tut mir so leid, Luke. Hey, soll ich dir einen coolen Witz erzählen, Mikey? Einen Witz? Also, ein Mörder und sein Opfer, die wanderten Hand in Hand geradewegs durch einen tiefen, finsteren Wald. Das Opfer hält die Hand des Mörders ganz fest umklammert. Und dann schaut es ihn mit einem großen, braunen Augen flehend an und sagt, ich fürchte mich wirklich vor diesem großen, finsteren Wald. Luke, was zum Teufel? Und der Mörder, der seufzt und dann sagt er, du fürchtest dich. Was zum Teufel soll ich dann erst sagen? Schließlich werde ich auf dem Rückweg ganz allein sein. Guter Witz, oder Mikey? Ist doch ein verdammt guter Witz, meinst du nicht? Du bist nicht Luke. Du bist nicht mein Bruder. Glückwunsch. Du hast soeben den Idiotenpreis gewonnen. Die ganze Zeit war es nicht dein Bruder. Wir wollten sicher sein, dass du unserer Fährte folgst. Also wirklich, Michael, du musst langsam mal lernen, die Toten in Frieden ruhen zu lassen.
wer bist du? Und er fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete ihm, Legion ist mein Name, denn unser sind viele. Und auch du, Shadow Man, bist Legion. Die Seelen der vielen füllen dich an bis zum Bersten. Zur Hölle mit dieser obskuren Scheiße. Schmier sie dir sonst wohin. Alles, was ich jetzt will, ist wissen, dass du erledigt bist. Du kapierst es wirklich nicht, oder? Du bist ein noch blöderer Schwachkopf und Poseur, als ich dachte. Als ich vor so vielen Jahren meinen grandiosen und unglaublich brillanten Plan ersann, der dir als Prophezeiung bekannt ist. Was? Die Prophezeiung stammt von dir? Natürlich tut sie das, du Trottel. Hast du etwa diesen ganzen Schwachsinn geglaubt von den alten Göttern, die ihr Wissen weitergeben an die Ahnen? Ich war der einzige Gott, den es jemals gab. Ich war es, der in den Träumen der Ahnen zu ihnen sprach und den Samen für meine triumphale Rückkehr legte. Natürlich hätte ich vor all diesen Jahren auf keine willigere Marionette hoffen können. Zum Glück bist du diese Marionette, Michael Leroy. Und nachdem du dem armen Luki jetzt so brüderlich seinen Teddy zurückgegeben hast, kommst du natürlich nicht mehr hier weg. Du Bastard! Vielen Dank. Ich vermute, du hast Lekart gelesen, denn es steht geschrieben, und die Macht der dunklen Seelen wird über Legion kommen. Ich wusste, die dunklen Seelen würden nicht leicht zu bekommen sein, und ich brauchte jemanden, der sie mir bringt. Und schon bist du da. Erfüllt von ihrer unsterblichen Macht. Einer Macht, die ich brauche als Antrieb für meine dunkle Maschine und um meine Armee durch den Schleier auf die andere Seite ins Reich der Lebenden zu versetzen. Wie es war zu Anfang, wie es ist und sein wird immer. Es ist noch nicht vorbei. Oh, ich glaube doch, Michael. Wirklich und wahrhaftig vorbei. Wir richteten das Wort an Pike, Patrakian, Cruz und die anderen, auf dass sie den Weg bereiten würden. Wir flüsterten Nettie süße Worte ins Ohr, als sie schlief, und sie schickte dich herüber zu uns, ganz wie das sprichwörtliche Lamm zur Schlachtbank. Die Macht ist in dir, Shadow Man. Die Macht zur Entfesselung der Apokalypse. Über deine nichtige, kleine Welt. Der Thron erwartet dich, Michael Leroy. Du bist der Treibstoff für unsere große Maschine. Wie es war zu Anfang, wie es ist und sein wird immer da. Amen, sage ich dazu. Oh, das heißt, es war alles nur eine List, ein Trick. Ich wurde hineingelegt. Böser Legion. Wir haben ja schon fast vergessen, den Typen, wa? Okay, das heißt, wir werden uns jetzt in eine epische Schlacht begeben. Gut gegen Böse. Sondern gegen Legion. Schwert gegen Pistole. Oh, das war's schon. Steh auf! Steh auf, du Scheißkerl! Wehe. Mir scheint, ich bin erledigt. Damit hast du wohl nicht gerechnet, dass die dunklen Seelen, die ich jetzt besitze, mir sogar noch größere Macht verleihen würden. Macht genug, dich zu besiegen. Das glaubst du vielleicht. Doch leider ist auch dies wieder nichts als ein ganz erbärmlicher Irrtum. Was zum... Hölle und Verdammnis! Nun wirst du... So, okay, finale Form von Legion. Wir nehmen das Schild, wir nehmen Violator und versuchen mal eine crazy Taktik. Und machen folgendes: Wir springen hier runter, suchen die Rampe, da ist sie. Und hoffen, dass es funktioniert. Denn dieser Gegner ist mit Abstand der härteste im ganzen Spiel. Der kann echt sehr, sehr viel einstecken. Wir stellen uns jetzt hier hin. Ego-Perspektive. Und knallen ihn einfach ab. Also Violator. Hoffen, dass er mal still hält. Dieser Schrimp. Komm. Also, so ist gut. Nee, so ist schlecht.
So ist schlecht, habe ich gesagt. Ich muss abwehren mit dem Schild natürlich, ne? Ganz richtig. So, jetzt aber. Komm. Bleib einfach stehen, bleib stehen. Genau so. Genau so ist perfekt. Das ist zu nah. You're too close, man. You're too close. Was macht der denn da? Aber solange ich ihn treffe, stelle ich keine Fragen. Also wenn das jetzt funktioniert, dann lache ich mir aber einen Ast weg, ja. Das war jetzt nicht geplant, meine Damen und Herren. Das ist live. Also das funktioniert, ne? Das wäre lachhaft. Das ist eigentlich eine Schande, aber gut. Er trifft mich nicht, aber ich treffe ihn. Man sieht es ja an dem grünen Blut. Ich schieße einfach mal ein bisschen Feuer drauf, mal gucken. Ich glaube, ich treffe ihn doch, oder? Also doch, wenn er da... Ja, der muss ja unglaublich viel Schaden einstecken. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Jetzt muss ich halt gucken, wo ich abbleibe. Die kann ich ja nicht nehmen, ne? Ah, so ein Mist. Okay, Schattenwaffe einfach nur. Jetzt geht er auch schon wieder... Ah, jetzt hat er es gemerkt, ne? Gut, versuchen wir es jetzt mit der Schattenwaffe. Oh, wir haben es geschafft! Wow. Das war's, meine Damen und Herren. Sieht aus, als müsstest du mir noch einen ausgeben, Michael. Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Der Wanderer zwischen den Welten. Der unsterbliche Voodoo-Krieger. Als Gott zertrete ich die zuckende Visage der Schlange im Reich der Toten. Waffe in der Hand. Meine Hand im Bogen, den Todesstoß führend. Das Grauen. Das Grauen. Ich gebe mich ihm hin. Ja, wow, wir haben es endlich geschafft. Wie gesagt, der Endgegner, die Taktik war nicht so geplant, dass er dann jetzt hier so rumglitscht. Egal, ist nicht meine Schuld. Wir haben ihn einfach erledigt. Er ist Geschichte. Das Spiel ist Geschichte und zwar ein gutes Stück Videospielgeschichte. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Zocken. Und ich freue mich auf das nächste Spiel, was dann beim Let's Play von mir gezockt werden kann und wird. Und ja, ich freue mich sehr darüber, dass ihr mir zugeguckt habt. Ich freue mich sehr über Comments, über Däumchen nach oben und Abos natürlich und... Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Ich bin Amadeus von den Legendary Super Player Jeans und sage mal bis zum nächsten Mal. Reingehauen!